So, herzlich willkommen hier bei 3xM. Eine neue Folge, ein neues Thema. Ja, wobei, so neu ist das Thema nicht. Es geht um Freizeitparks und das hatten wir ja schon mal. Ich habe schon 6 vorgestellt, 3x2 Parks. Und heute möchte ich nochmal 2 Parks vorstellen. Und dann habe ich so eigentlich alle durch jetzt, die ich so schon, wo ich öfters war, wo ich mal was zu sagen kann, sage ich jetzt mal. Und dann will ich es wahrscheinlich mit diesem Auswahl an Parks erstmal belassen. Was in den nächsten Wochen, Monaten an Themen, beziehungsweise wie ich da Zeit habe, vielleicht stelle ich dann nochmal von den Parks, die ich jetzt beschrieben habe, einzelne Attraktionen ein bisschen genauer vor. Und da könnt ihr auch in die Kommentare mal schreiben, ob ihr gewisse Attraktionen von diesen Parks, die ich jetzt hier dann vorgestellt habe, welche die einfach ein bisschen mal meine Meinung etwas genauer zu einzelnen Attraktionen hören wollt. Könnt ihr das ruhig unten reinschreiben. Ich muss mal sehen, ob ich nochmal dann so ein Video über Parks oder Attraktionen mache. Ich weiß es noch nicht. Aber heute, wie gesagt, möchte ich nochmal 2 Parks vorstellen, weil es ist wieder ein Hobby von mir. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen mal anregen, auch in diese Parks zu fahren, um einfach mal einen schönen, entspannten, actionreichen, erlebnisreichen Tag zu haben. Gut. Erster Park heute ist der Moviepark im Ruhrgebiet, Bottrop-Kirchhellen in Nordrhein-Westfalen. Wie der Name schon sagt, Thema des Parks ist Film. Also im weitesten Sinne, im engeren Sinne, wie man es möchte. Und der Park, sage ich mal, ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist. Ich meine, er geht schon 20 Jahre ungefähr, meine ich, ist der Park alt. Ist also jetzt, wenn man so will, von den Parks, die ich auch vorgestellt habe, mit der jüngste oder einer der jüngeren Parks. Weil viele Parks in Deutschland, die haben eine Geschichte, die geht wirklich Jahrzehnte zurück, wo sie mal als Märchenpark angefangen haben oder als ganz kleine Parks und sind dann gewachsen. Und dieser Park ist, glaube ich, so vor circa 20 Jahren komplett neu gebaut worden. Gleich darauf ausgelegt mit Attraktionen, Achterbahnen, Wildwasserbahnen, also gleich richtig hingesetzt worden, sagen wir mal. Hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich, worauf ich jetzt nicht genauer eingehen will, weil es einfach zu lang wird dann. Und ist heute ja ein Park mit ja 2 Seiten, sage ich mal. Ich sage vorneweg, es ist nicht einer meiner Lieblingsparks, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Die Umschreibung trifft es ziemlich genau, sage ich mal. Der Park, fangen wir mal an, für Familien bietet der Park meiner Meinung nach sehr viel. Also wer so Kinder hat, so 4 bis 10, so die Ecke, 4 bis 12, 5 bis 12, da gibt es wirklich viel. Da gibt es ein richtig großes Kinderland, ich glaube Nickland heißt das, wo es Wildwasserfahrten für Kinder gibt, Achterbahnen für Kinder gibt, also beziehungsweise wo die mitfahren können, also können auch Erwachsene fahren, aber wo auch Kleinkinder ohne Beschränkungen mitfahren können. Und das findet man in Parks ja eigentlich selten, dass eine richtige Wasserbahn auf Kinder ausgelegt ist, dass Achterbahnen auf Kinder ausgelegt sind und vor allem in dem Umfang. Und das Nickland, das bietet, glaube ich, 2, 3 verschiedene Achterbahnen, Wildwasserbahnen, auch andere Fahrattraktionen, alle, die eine Nummer kleiner sind, dass auch eben kleinere Kinder mitfahren können. Und das finde ich sehr schön, weil oft zahlen ja Kinder schon ab einem gewissen Alter den vollen Preis und können gar nicht die vollen Attraktionen nutzen. Und das ist im Moviepark auf jeden Fall gegeben, ein sehr großes Angebot für kleinere Kinder, jüngere Kinder. Ja, also das muss ich wirklich sagen, auch von der Größe her. Oft bei anderen Achterbahnen, bei großen Achterbahnen Beschränkungen haben, können da auch mitfahren. Das finde ich gut, das ist familiär, das ist an die Familie gedacht und das ist, finde ich, sollte man durchaus erwähnen. Für die Jugendlichen, für die Älteren oder auch für mich gibt es im Park auch einiges, wobei ich da mit Einschränkungen meine Begeisterung ein bisschen bremsen will. Also, ja. Wie fange ich an? Also bevor ich wieder was zu Positives komme, habe ich eben genannt, für Familien durchaus große Auswahl an Attraktionen, muss man erwähnen. Und
Dann gibt es für die älteren Attraktionen gute und schlechte. Ich sage mal, was schlechtere ist die Holzachterbahn im Moviepark. Nennt sich Bandit. Und ich sage mal, Holzachterbahnen müssen rütteln. Holzachterbahnen müssen wackeln, in Anführungsstriche. Holzachterbahnen müssen einem das Gefühl geben, so ein bisschen außer Kontrolle über die Schienen zu fahren. Aber eins müssen Holzachterbahnen nicht. Sie müssen mich nicht links und rechts zusammenhauen, bis ich wieder in die Station ankomme. Also diese Holzachterbahn schlägt dermaßen, das macht dann keinen Spaß mehr. Wenn ich bei der Achterbahnfahrt mehr damit beschäftigt bin, mich so festzuhalten, mich so zu setzen, dass ich ohne Schmerzen aussteige, anstatt das Fahrerlebnis zu genießen, dann ist das für mich keine gute Achterbahn. Ja, das ist meine Meinung. Also ich brauche keine Achterbahn, wo ich Angst haben muss, wenn ich in die Station ankomme. Der restliche Tag ist gelaufen, beziehungsweise jetzt brauche ich erst einmal hier eine halbe Stunde lang Pause oder was weiß ich. Also diese Achterbahn empfehle ich nicht, wenn man in diesen Park geht, wenn man noch einigermaßen einen schönen Tag verbringen will. Muss ich wirklich so sagen, also die Bahn funktioniert für mich nicht. In ihrem ganzen, im ganzen Fahrablauf. Also da ist irgendwas schiefgelaufen, ich weiß nicht, oder die Bahn hat sich so verschlechtert. Also ich weiß nicht, wie sie am Anfang, früher weiß ich gar nicht mehr, wie sie gefahren hat. Also ich habe es jetzt mal vor einiger Zeit mal gefahren und nie mehr. Also die fahre ich nicht mehr. Dann gibt es aber durchaus Achterbahnen, die man fahren kann. Da wäre eine in einer Halle, die ist also praktisch etwas im dunkleren Raum. Und das ist die Achterbahn, wie heißt die? Ich muss mal überlegen. Van Helsing, genau. Van Helsing heißt die, also auch wieder filmisch. Also überhaupt jetzt mal kurz, bevor ich da kurz absteche. Die ganzen Attraktionen sind im gewissen Filmthema gehalten. Das zieht sich durch den ganzen Park. Das Theming bzw. das Theming der Bahnen ist jetzt nicht überragend, also hält nicht mit Europa-Park und Phantasialand. Da brauchen wir gar keinen Vergleich ziehen. Never, keine Chance. Trotzdem einen gewissen Charme, einen gewissen filmischen Charme hat alles so eine Studio-Atmosphäre, der ganze Park. Und das geht in Ordnung, aber vom Theming her, von der Thematisierung, weit weg von Phantasialand und Europa Park. Das muss man sich klar sagen. Wenn man einen schönen Park sehen will oder wenn man Liebe zum Detail sehen will, ist man im Movie Park jetzt nicht so gut aufgehoben. Das mal kurz dazu. So, diese Van Helsing Achterbahn ist nicht hoch, die ist nicht lang und die ist nicht schnell. Das vorneweg. Aber da ist Liebe zum Detail geflossen. Da hat der Park wirklich sich was einfallen lassen. Da hat der Park, war er kreativ und hat aus den beschränkten Mitteln, die diese Halle hergegeben hat, die diese ganze Location hergegeben hat, wirklich meiner Meinung nach sehr viel rausgeholt. Und so macht die Bahn wirklich Spaß, lädt zu Wiederholungsfahrten ein. Ist wirklich eine lustige Bahn, sag ich mal. Es ist nicht kein Thrillride oder keine Hardcore-Bahn. Oder so, ich habe gesagt, ist nicht hoch, ich weiß, ich glaube maximal 15 Meter, ist auch nicht lang, ich weiß gar nicht, 300, 400 Meter vielleicht, ist nicht schnell, was weiß ich, 40, maximal 50 km/h, nagelt mich nicht fest, aber alles im unteren Bereich von Achterbahn Messwerten, sage ich jetzt mal, und trotzdem macht es Spaß. Dann hat der Park einen Freefall Tower, wer auf sowas steht, sowas fahre ich auch ab und zu mal, ist jetzt nicht mein Ding, aber ist ein schöner Freefall Tower. Hat Wasserattraktionen, auch so mit großen Booten, wo man praktisch in einen Vulkan reinfährt. Dann wird es heiß, dann kommt Nebel und dann fährt man aus dem Vulkan raus ins Wasser rein. Das ist auch schön thematisiert. Und ihr merkt, also es sind Einzelattraktionen, wo auch Liebe zum Detail ist, wo man sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Demgegenüber steht dann wieder zum Beispiel ein Inverted Coaster von Vekoma, also wo man unter den Schienen hängt, der steht einfach nur so da. Ne? Also wenn man jetzt die Black Mambas nimmt, zum Beispiel aus Phantasialand, das ist auch so ein Inverted Coaster, wo man unter der Schiene hängt. Das ist ein Traum. Also da fährst du durch den Dschungel, über Felsen, durch Felsen und Wasserfälle. Man kann was
machen, wenn man will, beziehungsweise wenn man natürlich das Geld, beziehungsweise auch die Liebe zum Detail zeigen möchte. Also deswegen, da fehlt es an dem Park hin und wieder. Und ihr merkt, ich bin jetzt, es ist nicht so mein Favorite Park, sage ich ganz offen. Soweit ich jetzt gehört habe, gibt es nächstes Jahr, 2017, eine neue Großattraktion, eine Achterbahn anscheinend mit Abschuss, so wird's wie im Phantasialand die Taron-Achterbahn. Hört sich schon mal gut an. Schauen wir mal, was draus wird. Optisch und auch von der Performance der Bahn. Müssen wir mal sehen. Weil der Park braucht auch mal was Neues. Also das ist alles, ja, es ist alles so. Es fehlt einfach das richtige Highlight, die richtige Main Attraction, sage ich jetzt mal. Die Hauptattraktion fehlt einfach. Ne? Der Park hat vieles und doch nicht so was richtig Großes. Wie gesagt, wer an Filmthemen Interesse hat, wer eine Familie hat mit Kindern und die dort wirklich super Attraktionen vorfinden, wer selbst ein bisschen Action-Achterbahn fährt, hier und da gibt es da was in dem Moviepark, kann da hinfahren, lohnt sich durchaus. 2 Tage tut es nicht Not, wenn man noch nie da war. Ein Tag reicht normal aus bei normalem Besuch. Hat eine schöne Stuntshow, die möchte ich noch erwähnen. Also richtig mit Autoverfolgungsjagd, Motorradverfolgungsjagd auf einem riesen Gelände. Die sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Ich glaube, da gibt es nur 2, 3 Vorführungen am Tag. Also da unbedingt sich eine Vorstellung einplanen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil sowas sieht man in keinem Park sonst in Deutschland. In diesem Ausmaß. Eine richtige Action-Auto-Stuntshow. Motorräder, Feuer, Explosionen. Das sollte man sich wirklich mal, wenn man in so einen Filmpark geht, sollte man sich das auf jeden Fall mitnehmen, weil das ist wirklich, das lohnt sich. Das ist ein Highlight, das muss ich sagen. Und ansonsten, wie gesagt, der Park lohnt mal einen Besuch und danach muss jeder selbst entscheiden, ob diese Art Park für einen was ist. Wenig Natur, wenig Bäume, dessen muss man sich bewusst sein. Dieser Park strahlt eine filmische Studio-Atmosphäre aus, wie man es so kennt. Und ja, das muss jeder dann selbst entscheiden. Aber hinfahren durchaus, wenn man noch nie da war, einen Tag, vor allem mit Familien, vor allem Familien, denke ich mal, werden da ihren Spaß haben. Gut, nächster Park, zweiter Park heute. Das ist der Hansa-Park. Der liegt direkt an der Ostsee in Norddeutschland. Und dieser Park, muss ich sagen, der hat sich in den letzten Jahren richtig gut entwickelt. Der Park, von der Thematisierung her, hat der Park schon mal das tolle Alleinstellungsmerkmal, direkt am Meer, an der Ostsee zu liegen. Das heißt, wenn man diese hohen Attraktionen macht, hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Meer, das ist herrlich, auch bei keinem anderen Park logischerweise zu finden, außer da. Sonst die Thematisierung ist jetzt nicht speziell durch den Park gezogen ein Thema, wie Europa-Park, zum Beispiel das Thema Europa oder Movie-Park, wie ich eben vorgestellt habe, das Thema Film. Nein, der Park hat dann die einzelnen Attraktionen speziell thematisiert und das wirklich teils mit wirklich sehr viel Liebe zum Detail, das muss ich sagen. Und bietet auch eine tolle Auswahl an Attraktionen. Er bietet Wasserattraktionen, wie alle Parks, also so Art Rafting, so Art Wildwasserbahn, wo man so einen Schuss runterfährt. Das haben ja fast alle Parks. Und vor allem bei den Achterbahnen hat sich in den letzten Jahren richtig was getan. Da gibt es ja schon immer schon so eine ältere aus den 80er Jahren, eine richtige kultige Achterbahn, die Nessie. Das ist jetzt nicht, ich glaube, die super Achterbahn, die ist aus den 80er Jahren, muss man sich bedenken. Aber die hat einen Kultfaktor und wenn man die Bahn fährt, das ist richtig noch klassisches Achterbahnfahren. Das ist eine Stahlbahn, trotzdem gerüttelt und rattelt es. Es schlägt nicht. Also minimalst, sage ich jetzt mal, für das Alter der Bahn fast nicht. Man muss sich denken, wie alt die Bahn ist, die ist aus den 80er Jahren. Aber die hat so ein richtig ursprüngliches Achterbahnfahren und für mich als Achterbahnfan geht das Herz auf. Ich hoffe, die bleibt noch lange erhalten, weil oft werden Achterbahnen abgerissen und gegen neue ausgetauscht in anderen Parks. Und ich hoffe, diese Bahn bleibt bestehen, weil das ist eine Kultbahn, Nessie. Und die muss bleiben. Also das ist einfach Achterbahn-Nostalgie und das liebe ich. Die hat also auch ein Looping und durch den Looping fährt auch eine zweite ältere Achterbahn, das ist der rasende Roland.
Das ist auch so von der Performance der Bahn auch eher für Jüngere ausgelegt. Also es können also auch Kinder mitfahren. Und die fährt direkt durch diese Nessie-Achterbahn durch. Und das ist also wirklich eine tolle Sache. Und ich hoffe, das bleibt alles noch lang so bestehen. Aber jetzt kommen wir zu den zwei Highlights des Parks. Und das sind die zwei neuen Achterbahnen der letzten Jahre. Das ist einmal der Fluch des Novgorod und der Schwur des Kernan. Beide Bahnen absolut, ich muss es mal so sagen, mega geil thematisiert. Tolle Einfälle. Also die Bahnen sind, der Großteil der Bahnen ist im Freien. Trotzdem beinhaltet die Bahnen das Anfang und das Ende im dunklen bzw. im umbauten Raum, also ja, was soll ich sagen, in gewissen Hütten, in gewissen Häusern bzw. in Türmen fährt die Bahn rein. Tolle Kombination. Im Dunklen, bei beiden Bahnen, super Einfälle. Die Thematisierung, wie ich schon gesagt habe, also wirklich auf Phantasialand-Niveau, bei diesen beiden Bahnen jetzt. Nicht allgemein der Park jetzt. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Also da braucht man sich nichts vormachen. Alle vielen Attraktionen haben auf jeden Fall den Wille zum Thematisierung, auf jeden Fall im Hansapark, das muss ich sagen. Aber das Niveau Europapark, das Niveau Phantasialand erreichen sie speziell mit diesen zwei neuen Bahnen. Aber das auf jeden Fall. Das muss ich also wirklich sagen. Und Fluch des Novgorod ist eine Abschussbahn. Das heißt, man wird aus dem Stand abgeschossen, jagt über die Strecke drüber. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil beide Bahnen bieten Überraschungen, die man eigentlich nicht verraten sollte. Sie bieten Dinge, die ihr sonst in Deutschland in keiner anderen Park, bei keiner anderen Bahn findet. Das muss man sagen. Ich muss mal kurz die Tür aufmachen, Freunde, weil es ist heute noch mal ein bisschen warm, beziehungsweise hier im Auto. Draußen geht's. Ja, wie gesagt, der Fluch des Novgorod ist eine Abschussbahn und der Schwur des Kernan ist eine Bahn, wo man hochgezogen wird im Dunkeln. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten im Turm. Dann geht es, ich glaube, fast boah, 65, 70 Meter geht es runter beim Schwur des Kernan. Und das ist also bei G-Force im Holiday Park ist ja auch so ein steiler Drop. Und hier Schwur des Kernan genauso. Ich will jetzt nicht sagen, dass einer besser ist als der andere, aber beide First Drops haben das gewisse Etwas und hauen mich zumindest voll von den Socken. Dann hat diese Bahn jede Menge tolle Elemente. Also das erste Drittel von Schwur des Kernan, das erste Drittel der Bahn, habe ich so noch nie woanders gesehen, bin ich so noch nie woanders gefahren und es haut mich um. Also die Bahn ist wirklich von der Performance her, das muss man sich klar sein, schon im oberen Bereich da geht es also vom Thrill-Ride, vom Druck her, also von der Belastung her auch, das muss man sich klar sein, da geht es schon zur Sache. Aber alles im erträglichen Rahmen und alles im Rahmen, dass es auch richtig Spaß macht. Es gibt ja Bahnen, die richtig massiv sind und es gibt Bahnen, die richtig Performance bieten und richtig, oh, die machen Druck, die sind belastend, aber die machen keinen Spaß, also mir nicht. Ich will keine Bahn haben, die die G-Kräfte bis zum letzten Schraube anzieht. Das ist für mich kein Spaß. Das macht mir, wie soll ich sagen, keine Freude, wenn ich danach aussteige und bin fix und fertig. Und Schwur des Kernan ist heftig und trotzdem reiten die an der Grenze zu G-Kräften optimal entlang, sodass es einen super Spaß macht. Wie gesagt, der erste Drittel der Bahn, so noch nie gesehen. Geht mir das Herz auf, einmalig in Deutschland, diese Kombination aus dem Turm raus, hoch, dann diese Elemente, wieder runter, wieder hoch, alles im oberen Bereich, in ziemlicher Höhe läuft das ab, bevor es dann runtergeht und bodennah wird. Das sieht man hier und da schon mal auch in anderen Parks, geht es dann schnell, zackig, übers Gelände drüber, so Bunny Hops, wo man abhebt und Airtime bekommt. Das findet man schon überall, aber den ersten Drittel der Bahn kenne ich nur so in dem Park.
Und das ist eine super Bahn. Für die Experten, das ist eine Gerstlauer Bahn. Und Gerstlauer hat sich in den letzten Jahren wirklich super gemacht und bringt super Bahnen. Auch Fluch des Novgorod ist von Gerstlauer. Das ist die zweite neuere Bahn im Hansapark, die etwas kleiner ist, etwas niedriger ist, aber genauso Spaß macht. Da sind die Züge kürzer, die Bahn fährt engere, wie soll ich sagen, also engere, knappere Elemente, weil sie auch kürzer ist, kann sie das auch fahren und bietet auch super Abwechslung. Also ich könnte über diese beiden Bahnen viel erzählen, aber nichts würde das nur annähernd beschreiben, wenn man es nicht selbst fährt. Wie gesagt, Fluch von Novgorod mit Abschuss, tolle Ideen in der Halle bzw. im Dunkeln. Schwur des Kernan wird man hochgezogen, klassisch, und fällt dann runter klassisch und fährt die klassische Achterbahn, auch mit tollen Ideen und Effekten im Dunkeln. Dazu möchte ich nichts verraten, weil das sollte es wirklich jeder selbst erleben. Jedenfalls gibt es da Dinge, die gibt es hier in Deutschland auf keinen Fall bei einer Achterbahn. Und ich wüsste auch nicht, wo sonst. Ne? Ihr merkt schon, also der Hansapark hat sich gemacht, war vielleicht vor 10 Jahren ein kleinerer, mittlerer Park und hat sich dann doch wirklich durch Thematisierung, durch den Aufwand der Attraktionen super entwickelt. Für mich eine absolute Empfehlung, dahin zu fahren. Ist natürlich, wenn man jetzt im Süden wohnt, wie ich, oder in der Mitte, wie ich wohnt, eine längere Reise, lohnt sich auf keinen Fall für einen Tag. Wenn man von weiter her kommt, wenn man in der Nähe wohnt an der Ostsee, reicht ein Tag beim Erstbesuch. Wenn man von weiter her kommt, diese ganze Anfahrt, sollte man auf jeden Fall übernachten. Weil so ein Druck und so ein Hektik würde ich da nicht machen, den Park zu besuchen. Auf jeden Fall absolute Empfehlung von mir, an der Ostsee direkt. Super Attraktionen, schöner Park, auch jetzt nicht so ein Natur-Super-Park wie jetzt Fort Fun oder Holiday Park mit vielen Bäumen, sind da auch vorhanden. Aber durch dieses tolle Seeklima, durch dieses tolle, die Seeatmosphäre direkt neben dem Park, ist das auf jeden Fall für mich eine Art Naturpark, weil sowas findet man sonst nirgends. Okay, also Moviepark. Auf jeden Fall für Familien, meiner Meinung nach, zu empfehlen. Für reine Action-Fans eingeschränkt zu empfehlen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Muss jeder selbst testen im Moviepark. Und Hansapark ist auf jeden Fall für Action-Fans auf jeden Fall zu empfehlen, aber auch für Familien durch kleinere Achterbahnen, die für kleinere Kinder fahrbar sind, durch Wasserattraktionen, durch sonstige kleinere Fahrgeschäfte, auch für Familien geeignet. Gut, das soll es gewesen sein. Das waren heute meine vorerst mal zwei letzten Parks, die ich vorstelle. Habe so alle durch, wo ich jetzt in Deutschland so gewesen bin. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesen beiden Parks was ihr von diesen zwei Parks haltet. Schätzt ihr den Moviepark auch so ein wie ich und den Hansapark so ein wie ich? Beziehungsweise habt ihr vielleicht mal Tipps für mich, wenn euch bei euch, wenn ich schon mal öfters in Parks fahren, wo ich noch nicht war vielleicht, einen kleineren Park, einen mittleren Park hier in Deutschland, der mal einen Besuch wert ist, oder auch im benachbarten Ausland, wo es jetzt nicht zu weit weg ist. Ich war jetzt auch in Parks in Holland und Belgien, war ich jetzt auch schon mal. Aber ihr könnt ruhig reinschreiben, wenn ihr meint, hier den Park musst du mal fahren oder den Park musst du mal fahren. Zum Beispiel Efteling hat mir schon mal jetzt hier jemand einen Kommentar unter einem Video geschrieben, da war ich noch nicht. Habe ich mir schon immer vorgenommen, werde ich definitiv dieses Jahr nicht mehr schaffen und werde ich definitiv nächstes Jahr im Frühjahr nachholen. Definitiv, weil der Park, habe ich schon viel Gutes gehört, auch von der Thematisierung her, von der Natur her, vom und so weiter, das gefällt mir ja. Da werde ich definitiv nächstes Jahr hinfahren. Wenn ihr weitere Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, meine Meinung zu den Parks gefallen hat, gerne liken, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren, ihr könnt den Kanal das Video gerne teilen, wo ihr wollt. Jegliche Anregungen in den Kommentaren bin ich dankbar. Ich lese alles
Auf jeden Fall. Beantworten muss ich gucken, wie ich es immer zeitlich schaffe. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wann immer ihr das Video seht. Bis bald. Ich hoffe beim nächsten Video. Mal sehen, was es für ein Thema ist. Wird wieder was ganz anderes werden wahrscheinlich als heute das Thema Freizeitparks. Aber das muss man sehen, was die Zeit hergibt. Beziehungsweise was die Themen hergeben. Gibt ja immer mal was Neues. Bis dahin, Freunde. Macht's gut und tschüss.